Herzlich willkommen in der Ausstellung Mensch Brandenburg – 30 Jahre, 30 Orte, 30 Geschichten. Ich bin Florentine Schmidtmann, die Kuratorin der Ausstellung hier im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam. Die Sonderausstellung ist anlässlich des 30. Jahrestags der Neugründung des Bundeslands Brandenburgs. Denn zum 3. Oktober 1990 gab es ja die deutsche Einheit und die DDR wurde aufgelöst und mit ihr die Bezirke, in denen sie organisiert war. Und Brandenburg, das Land Brandenburg, entstand dann aus den ehemaligen DDR-Bezirken, dem Bezirk Potsdam, dem Bezirk Cottbus und dem Bezirk Frankfurt-Oder. Und hinter mir gibt es eine kleine Chronik, wo so ein bisschen die wichtigsten Ereignisse der letzten 30 Jahre so auf politischer und auf Landesebene passieren. Und es gibt hier auch eine Karte, denn wir haben uns entschlossen, die Geschichte der 30 Jahre in 30 Orte zu packen. Das heißt, wir stellen hier Geschichten vor, die an den jeweiligen Orten passiert sind. Es geht um Menschen, die wirklich engagiert sind, die angepackt haben und uns hier auch in Interviews die persönlichen Geschichten erzählen. Ich zeige euch einmal den Raum. Für die, die vielleicht auch gar nicht die Chance haben, hierher zu kommen oder auch, weil wir vielleicht manchmal geschlossen haben. Ihr seht schon, es ist sehr holzlastig, vielleicht auch so wie Brandenburg. Es gibt viele Formen, die wir hier nachstellen. Das sind immer so Erinnerungen, Assoziationen zu den Themen, die wir auch ausstellen. Und ich gehe jetzt einmal kurz mit euch durch, dann habt ihr so einen Einblick in die Ausstellung. Und dann könnt ihr auch nochmal Einzelvideos angucken zu den Orten, die uns besonders gut gefallen. Die findet ihr dann im Abspann. Also man kann bei uns anfassen, man kann wirklich kleine Spielchen spielen. Hier haben wir zum Beispiel ein Memory, was um Gemüsesorten geht, die hier angebaut werden, alte Gemüsesorten. Man kann Sandsäcke hochheben, man kann Braunkohle anfassen, man kann kleine Videos angucken. Es gibt wirklich verschiedene Themen. Es geht um erneuerbare Energien, es geht um den Braunkohleausstieg, der natürlich 2038 stattfinden wird und der die Lausitz ziemlich betreffen wird und damit auch Brandenburg und die Wirtschaft. Es geht um Religion, um den Dom in Brandenburg, der der älteste in Brandenburg ist. Es geht um die Auflösung der LPGs, der die ganze Landwirtschaft total umstrukturiert hat. Und das alles könnt ihr auch schon mal jetzt von zu Hause aus angucken. Und zwar haben wir hier unsere ganzen Videos, die sieht man auch schon im Hintergrund. Bei uns ist das hier ein Touchscreen, aber ihr könnt auch jetzt einfach schon mal auf den Link oben rechts klicken und euch unsere Playlist angucken. So, ganz herzliche Einladung. Macht Spaß, durch die Ausstellung zu gehen. Man kann viel entdecken und viel Neues lernen. Wir haben auch ganz großartige Fotografien hier von Sven Gatter, der für uns wirklich durchs Land gefahren ist und von jedem Ort mehrere Perspektiven aufgenommen hat und ganz großartige Bilder auch zu Corona-Zeiten aufgenommen hat. Und der ist mit dem Campingbus durch das Land gefahren, rund 7000 Kilometer und hat, glaube ich, noch am allermeisten von Brandenburg gelernt. Also kommt vorbei, wir freuen uns.